Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie. Heute mit einem React. Ja, und wie immer in der Woche als ersten React haben wir die Twitch Clips Germany mit der aktuellen Folge. Das ist die Folge 167. Und als Titel von den Machern von Twitch Clips Germany steht da Meersalz. Schauen wir uns mal an zusammen, was da kommt. Wie immer, ihr kriegt natürlich auch meinen Kommentar zu hören. Willkommen bei Twitch Clip Germany. Hier wird geklopft und nicht gekleckert. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wenn ich geklotzt, sondern gekleckert wird, nein, umgekehrt. Wenn ich nicht gekleckert, sondern geklotzt, ist das natürlich besser als umgekehrt. Genau. Und hier sehen wir sehen einen Kater. Einen Kater. Wow. Mal gucken, was der Kater macht. Wow. Vor einigen Tagen hat Clippy den Untergang der Welt vorausgesagt. Zum Glück muss TCG jetzt doch nicht umziehen. Und ja, ihr Community-Tab-Ignorierer, das hier stand im Raum. 10 Eier, 500 Gramm Zucker, 100 Gramm Vollmilchschokolade. Palma. Sag mal, also schon wieder Sachen meines Scripts geschrieben? Ich bin heute hier eingeflogen worden, um euch was zu sagen. Und zwar, TCG kostet Geld. Ja, klingt komisch, ist aber so. Das Geld, was Clippy hier einnimmt, existiert nicht. Außerhalb von den Sponsorings, die theoretisch ab und zu mal von einem Video landen, gibt es keine Einnahmen. Und die ganzen Sachen im Hintergrund, die kosten Geld. Das ist also jetzt schwierig, weil das eine auf der einen Seite nicht da ist und das andere auf der anderen Seite gebraucht wird. Darum gibt es jetzt Patreon. Also Patreon gibt es schon länger, aber es gibt jetzt ein spezielles Tier für Patreon. Und zwar nicht mich, sondern das Follower-Tier. Für 2 Fischis könnt ihr dort ab sofort die Compilations unterstützen. Ihr könnt natürlich auch die anderen Tiers nehmen, aber naja, dafür müsstet ihr die Webseite nutzen, Twitch Clips Germany. Und ja, mit dem Tier unterstützt ihr Clippy und die Compilations. Und wenn ihr das macht, darf ich auch wieder gehen, weil Clippy hat einen gruseligen Keller und er hat mich da mit einer Maus reingelockt. Das war nicht meine richtige Maus, das war eine Logitech, komisch irgendwas. Das war eine traurige Momentaufnahme meines Lebens. Ja, das ist natürlich ein schöner Aufruf und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Twitch Clips Germany unterstützen wollt, ich werde euch natürlich den Link zur Seite unten reinpacken, nicht nur zum Originalvideo, also auch zur Seite. Also einfach mal draufklicken, wenn ihr helfen wollt. Dröd. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, das mache ich hier und wieder auch mal. Meistens im Spaß, nicht im Ernst. Seltenst nehme ich, wenn ich etwas gesagt habe, das im Ernst zurück. Natürlich auch vor dem Ernst, weil ich kenne gar keinen Ernst. aber das mit der Rakete, ich glaube, die sollte nach oben und nicht nach unten. Üben wir nochmal. Aber schön war, dass er drüber lachen konnte. Combat Maneuvering Speed. Safe Combat. Wieso habe ich da gerade einen Schlüssel? Warum bremst das Ding nicht? Sagt mir nicht, ihr seid explodiert. Euch geht's gut, oder? Wir sind explodiert. Das kenne ich. Ich habe früher auch sehr viele Weltraum-Shooter gespielt. Und dabei kam es dann auch immer wieder zu kleinen Problemen. Und ja, das führte dann dazu, dass ich am Ende neue Schiffe brauchte. Ja. Oder den ganzen Kladderadatsch von vorne anfangen konnte. Im Übrigen, was das Spielen angeht, da habe ich danach den Streams, also am Ende der Reactions noch was für euch. Das ist richtig. Jendrik, wie viele Drittel ergeben ein Ganzes? 4? Nee. Oh Gott. Nee, 6. Muss ich, nee, 3. Ja, 3, natürlich. Oh mein Gott. Drittel, sagt es doch schon. Ja, aber ich weiß, für viele Leute sind Zahlen nicht unbedingt greifbar. Ich kenne das bei meinem Mann, der hat damit auch immer Probleme. Aber mittlerweile muss ich sagen, er hat sehr viel gelernt. Er kann mittlerweile wirklich gut rechnen.
Und das ist richtig toll. Da lobe ich ihn auch mal dafür, dass er das gut hört. Nein, dass er das gut kann, nicht, dass er das gut hört. Wie komme ich jetzt auf Hören? Das lasse ich drinnen. Hallo? Geht's weiter? Ah, jetzt. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Alter! Vier! Perseus Mandate. Genau dieses Spiel habe ich hier liegen. Das ist ein so toller Horrorshooter. Ich war schon überlegt, ob ich den wieder mal auf die Platte schmeiße und mal anteste wieder. Mal gucken. Ich finde, Rauchen hat immer. Aber immer öfter. Aber teilweise auch so einen coolen Charakter. Also so irgendwie sieht es auch ein bisschen stylo aus. Rauchen schadet der Gesundheit. Hört aber nicht, was die Frau hier neben mir sagt. Hört, ich glaub's ja wohl nicht. Können wir kurz zurückspulen? Und findest du mit Rauchen, beim Rauchen sieht man auch cool aus? Nee, Rauchen ist richtig schlecht. Ja, ich denke, ja gut, dann sind wir einer Meinung. Alles andere hat mich auch überrascht. Also, Rauchen. Dazu kann ich nur sagen, ganz schlecht. Nicht nur, dass ihr euch eure Gesundheit kaputt macht, ihr sorgt auch für Dreck und der ewig lange auf der Straße liegen bleibt. Und dazu kostet das auch noch ein Heidengeld. Ich muss dazu nochmal sagen, ich bin ganz stolz auf meinen Mann, der nämlich auch mit dem Rauchen aufgehört hat. Er hat etwas länger gebraucht, als wir gerechnet hatten, weil eigentlich wollte er das schon mal machen, als wir zusammengezogen sind. Das hat sich dann aber über kurz oder lang erstmal ein bisschen erledigt gehabt. Aber er hat dann aufgehört und hat es bis heute durchgehalten. Er kommt immer mal wieder und sagt, ich hätte gerne mal wieder eine, aber ich bin stolz darauf, dass er das durchzieht und es nicht macht. Spart uns unheimlich viel Geld, genau. So, und wie ihr gerade schon seht, damit ich das auch nochmal abgehakt habe, ich habe jetzt bei mir im Stream auch den Chat eingebunden. Also wenn ihr was schreibt, sehe ich das und kann dann auch gleich darauf reagieren, so wie das jetzt mit dem Video. Und wir werden jetzt mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich das jetzt wieder starte, ob das dann ein bisschen leiser ist. Mein Mod ist im Besitz von Dirk Neuenfels Unterhose. Ist das nicht geil? Warum sind wir nicht im Besitz von Dirks Unterhose? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe dazu ja schon letzte Woche was gesagt. Dirks Unterhose ist mir eigentlich stutzpiep egal. Und meinem Mann sollte es ja auch egal sein. Er sollte lieber, wenn er eine Unterhose haben will, die von mir nehmen. und nicht die von Dirk. Aber das Flip Floyd, die... Ich schwöre, ich sehe schon Olli, ne? Olli so, Olli macht das Paket auf, Olli macht das Paket auf, so nach dem Motto so. Oh, bitte lass sie ungewaschen und sein, ich will ihn riechen. Leider nein. Ja, das kenne ich. Ich bin ja, wie der ein oder andere vielleicht weiß, ein bisschen Japan verliebt. Und da kann man sowas in einem Automaten kaufen. Gibt's häufig, ja, genau. Und, aber hier bei uns, ich weiß nicht. Nee, muss nicht sein. Okay, nein, das geht nicht. Ah, Gott! Au, das tut höllisch weh. Ey, das tut richtig weh. Komm ich hier wieder raus? Das ist eine gute Frage, wie man da wieder rauskommt. Aber das sah nicht gut aus. Das sah aus, als hätte es richtig wehgetan. Also zumindest der Figur im Spiel. Ja. Zum Glück gibt es noch keine Schmerzübertragungen auf den Körper, wenn man Spiele spielt. Kommt vielleicht noch. Irgendwann. Ja. Hallo! Alles gut? So. Hallo! Ich brauche dich unbedingt in meinem Hotelzimmer. Was sie dann wohl mit ihr im Hotelzimmer machen möchte? Das ist eine gute Frage. Hunger. Ich hab Hunger, werde ich... Das klingt jetzt aber irgendwie komisch. Also das Lied von letzter Woche von ihm hat mir wesentlich besser gefallen, auch wenn das am Anfang so einen kleinen
Kniff hatte, aber es ist schon wesentlich besser als das, was jetzt gekommen ist. Ja, genau. Gedrückt halten, ne? Nee. Hallo, wo ist mein Akku? Von meinen... Hä, warum wird mir nicht angezeigt? Hä? Option? Nee. Ich habe Angst, dass ich gleich irgendwas lösche und kaputt... Hä, wie mache ich den... Wie gucke ich nach dem Akku? Ach, da unten steht's! Ach, da unten steht's! Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, unten war war eine kleine Batterie angezeigt mit drei Strichen. Und das heißt, der Akku ist voll. Wenn man das nicht weiß. Ja. POV gleich Alexa im Dings. Ich glaube, ich bin nicht assi genug, um da reinzukommen. Habt ihr das gerade gesehen? Das kenne ich. Oder sagen wir es eher, mein Mann kennt das. Unsere Katze ist da genauso. Die ist zwar jetzt schon 12 Jahre alt, aber auch die geht immer hin und versucht ihm das Essen aus dem Mund zu klauen. Sie will auch immer wissen, was wir essen. Also wir müssen ihr immer zeigen, was wir auf dem Tisch haben, beziehungsweise was wir essen, damit sie sieht, das ist nicht für sie. Man muss aber vorsichtig sein. Manche Dinge, da kapiert sie das nicht, dann will sie das auch haben. Du wolltest mein Brot snacken! Bye, bye. Mein Schiff ist gesunken. Hast du den Stöpsel rausgezogen? Chat, Miri war jetzt nicht dabei. Sie hätte die Vorgeschichte nicht mit dabei bekommen. Ne? Das heißt, ich kann sie jetzt easy über den Finger wickeln. Ich kann jetzt sagen, Miri, natürlich bekommst du einen Finger. Ja, kein Problem. Haben wir noch die Matchbox-Autos? Das Finale! Das war jetzt gemein. Im Übrigen, könnte mir mal bitte jemand irgendwie Rückmeldung geben, vielleicht Kistenkarte, du hast ja damit angefangen, ob man jetzt das Ganze besser hört oder ob das immer noch so komisch ist. Weil ich bin ja eh schon am Schneiden, dann kann ich das auch gerade rausschneiden. Obwohl es natürlich lustig ist, wenn man es rausschneidet, weil dann steht es ja trotzdem im Chat drin. Aber wir gucken einfach mal weiter. Nathan kommt! Ah, ich hab nix! Oh, da blüht der Ramurmik. Oh. Oh. Das Finanzamt ist vor der Tür. Hilfe, was vor? Ah, ah, ah. Oh. Wir haben nix. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum das halt, weil ich habe hier eigentlich nichts eingeschaltet, was heilen könnte. Und ja, das ist irgendwie ist das komisch. Ich verstehe es nicht. Ja, das gerade eben mit dem Finanzamt vor der Tür ist natürlich auch eine lustige Sache gewesen. Ich habe das Finanzamt noch nicht vor der Tür. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal. Gucken wir mal. Aber bei mir ist sowieso nicht so viel zu holen. Das, was sie holen dürfen, das haben sie schon. Dieses Pokémon lebt in Kolonien. Kolonien? An dunklen... Ach, Kolonien. Nein, ich bin hängen geblieben. Oh mein Gott. Ja, so kann es gehen. Also erst nochmal zu dem vorher, das war Zubat, weil um was es jetzt genau ging, habe ich nicht ganz mitbekommen. Deswegen reagiere ich jetzt auf diesen einen Clip hier nicht. Und sie ist gestorben. Das passiert bei solchen Spielen, das sind Souls-like-Spiele, da ist es immer ganz schlecht, wenn man stirbt, weil meistens verliert man alles, was man hat und man muss dann zwar mit seinen Fähigkeiten, aber man hat halt die Rüstung nicht und keine Waffe und gar nichts und das ist immer ganz, ganz, ganz blöd. Deswegen, ja, muss man mitrechnen. Pferdchen, ja, mir das Pferdchen auch leid getan. Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Cooler Treffer! Nein! Es war dein eigener Charakter! Ja? Was möchte ich an meinem Stream verbessern? Wahrscheinlich, das kommt immer... Das kann ich dir so gar nicht sagen. Vielleicht doch mal was Besseres... Da hat er wohl nicht mitbekommen, dass er sich gemutet hat oder dass irgendwas ausgestiegen ist. Ja, genau. So, und jetzt
Ja, was haben wir jetzt da? Life is Strange. Ja, das Spiel kenne ich auch. Dieses Timing. Ja. Heute will meine Tastatur nicht so, wie ich will. Passte irgendwie gut. Er war ein böser Junge, weil er hat die Dame, die wir eigentlich nicht erschießen sollten, erschossen. Das kann sich im Laufe des Spiels aber noch als sehr, sehr negativ auswirken. Das kann ich ihm schon sagen. Gut, jetzt haben wir hier ITA Airways. Gucken wir mal. Paul Tegger, nicht den ersten Flug, wahrscheinlich auch nicht den zweiten. Vielleicht machen wir heute ganz Abend noch einen. Gut, da hat jemand einen Hubschrauber. Ist dieses Flugzeug gerade wie ein Carrier hoch und sollten Flugzeuge nicht anrollen, um zu starten? Aber. Hubschraubersteuerung auf einem Flugzeug. Irgendwas sagt mir, dass das nicht passt. Ich bin eine klasse Schütze. Oh, schau mal, wie friedlich ist gestorben. Nee, definitiv nicht friedlich gestorben. So, ich werde mir jetzt mal ein Zettelchen holen. Ich werde mir nämlich ein paar Notizen machen. Warum bist du denn überrascht? Hier. Ja, es war ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Da haben wir mal wieder ein React-Video auf ein React in einem React-Video. Das aus einem Clip herausgemacht ist. Sehr interessant. So ein Ding bin ich geritten. So ein Ding. Nein. Nicht so ein Ding. Das war jetzt ganz blöde in der Einblendung und glaube mir, solche Aussagen über den Stream sind ganz gefährlich. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ich da in der Hand habe, das ist ein Kugelschreiber. Nein, nicht. Sie füttert ihre Kamera mit Pommes. Also ich fütter ab und zu mal meinen Mann mit Pommes oder sagen wir so, er isst gerne selber Pommes, aber meine Kamera? Nö. Wie genau? Was ist passiert? Ah, das habe ich übersehen. Sie feuerte ihren Becher weg. Nicht gut. Gar nicht gut. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht noch jemanden getroffen hat. Wie? Das ist so ein bisschen der ganze Plan. Ha! Ebraldis und im Hintergrund. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, aber wenn ihr Angst vor Clowns habt, bitte wegschalten. Das Bild malt sie im Übrigen selbst und ich habe da schon einige Mal zugeguckt, das ist richtig toll. Dabei und so funktioniert was das auch. Anne, das ist das Pinselwasser. Nicht trinken, nicht trinken. So, aber für die, welche nicht mitbekommen. Haha. Ich liebe meine Community. 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 Die sind total toll, ja. Was man da alles einem an den Kopf werfen kann. Also hätte ich doch lieber auf das Streicheln bestanden. Das ist wenigstens schön und macht Spaß. Aber mit Büchern beworfen zu werden, Baseballschlägern und so, nee. Da würde selbst für mich, ja, die Liebe zur Community aufhören, glaube ich.
Aber nochmal zu dem von Envaldis. Ja, ich habe das gerade gelesen, Kistenkater. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie ist auch auf TikTok unterwegs. Viele machen ja auch kleinere Clips. Ich kann mich mit dieser Plattform nicht so ganz anfreunden, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber wenn ich jetzt schlau bin, mache ich erst die Flasche mit Kronkorken auf. Mit der anderen Flasche. Nein, machst du nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. In dem Augenblick, wo du das als Hebel benutzt, wird der Korken auf der anderen Flasche losgelöst. Und dann spritzt das. Glaub mir, das ist keine gute Idee. Alles riecht plötzlich nach Bier. Woher das wohl kommt? Das ist ein Schenkeltoast. Weil erstens, es ist... Ein Schenkeltoast? Wie ein gleichschenkliges Dreieck. Es ist wie ein gleichschenkliges Dreieck, erstens. Und zweitens, es gebärt sich gerade in mein Schenkel. Hört sich das jetzt nur für mich komisch an oder seht ihr das genauso? Also etwas, das zwischen meinen Schenkeln gebären würde, würde ich definitiv nicht essen. Lassen wir das. Ich habe jetzt Bilder im Kopf. Egal, das war zu viel. Ja, das ist der Nachteil bei Horrorspielen. Man erschreckt sich. Allerdings ist es dann auch immer schön, wenn es Leute gibt, die etwas klippen. Wobei mir jetzt gerade der Gedanke kommt, ich müsste mal gucken. Eigentlich habe ich das bei mir jetzt auch eingeschaltet. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal Clips machen. Ich denke mal, das sollte funktionieren. Ich weiß es halt jetzt nicht genau. Müsste ich die Tage mal gucken. Ja, genau. Ah, wir beide gleichzeitig. Jetzt aber nochmal ich. Jetzt. Oh, warte. Ja. Ich fang an. Und du? Schöne Ult. Die gönnt er sich. Der hat richtig Bock auf Ult. Also, zu dieser Sache kann ich jetzt ein bisschen was sagen. Also jetzt nicht zu dem, was die da gemacht, worüber die sich unterhalten haben oder so, sondern zu diesem Spiel. Das ist das neue Spiel von den Machern von Fortnite. Auch kostenlos wie Fortnite. Das ist aber ein Spiel, das könnt ihr spielen, wenn ihr auf Wrestling steht. Denn ihr seid dort ein Wrestler. Ihr könnt euch da auch den Wrestler entsprechend ein bisschen zusammenbauen. Ihr kriegt dann auch hier mal wieder mal Kostüme geschenkt. Ihr könnt Kostüme kaufen und solche Sachen. Und ihr müsst dort gegen andere spielen. Und ihr solltet der Wrestler sein, der am Ende noch steht. Dabei ist es so, dass das Open World ist. Das heißt, es ist eine Stadt, in der ihr das macht. Der Raum in dieser Stadt wird aber immer kleiner. Und ihr müsst fertig sein, bevor der Raum so klein ist, dass ihr nicht mehr reinpasst. Und ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr nicht außerhalb dieses Raums kommt, weil dann seid ihr für diese Runde ausgeschieden. Es ist ein sehr interessantes Spiel, habe ich gesehen, ist wohl auf der Gamescom vorgestellt worden oder freigegeben worden oder so. Also ich habe das bei den Kollegen von Game 2 geguckt. Fuck me, my mouse is leer, it's empty. It's leer! Ja, wenn es leer ist, füll's wieder auf. Wenn du keine Munition mehr hast, ist das ganz schlecht. Vor allen Dingen, wenn du nicht mehr welche... Nein, falsch, wenn du keine mehr findest. Jetzt habe ich meinen Satz richtig gedacht, aber falsch ausgesprochen. Könnt ihr mit beiden Augen zwinkern? Also ich meine so zwinkern. Rechts zwinkern und links... Links. Moment, das probieren wir jetzt. Ich mache jetzt gerade mal so. Also ich kann rechts zwinkern und ich kann links zwinkern. Wenn ich links zwinkere, muss ich allerdings das rechte Auge zugreifen. Nein, natürlich genau umgekehrt. Wenn ich rechts zwinkere, wird das linke zugekniffen und umgekehrt. So, jetzt gehen wir wieder zurück. So, das habt ihr auch mal gesehen, wenn ein Übergang kommt bei mir. So, und es geht jetzt weiter.
geht nicht. Weiter. Ja, doch geht das. Geht doch. Ah. Man muss es können. Ich kann nicht mit beiden Augen zwinkern. Ich kann es gar mit beiden. Da ist es. Weil ich ein Cute Psycho. Ja, ah. Wie, ich hab dich auch lieb. Wirklich. Aber. Bitte. Baby. Oh mein Gott. Ja, er ist sehr kuschelintensiv bedürftig. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt vielleicht was falsch sage, aber ich glaube, Katzen lecken vor allem dann ab, wenn ihnen der Geruch nicht zusagt, den sie gerade in der Nase haben, um den mit ihrem eigenen Geruch zu überdecken. Heißt, das ist keine Liebesbezeugung, sondern eigentlich wollte er dir damit sagen, du riechst schlecht, dein Parfüm ist nicht gut. Da sind sie. Bavi hat sich nämlich hier schön an der Seite. Ich hoffe natürlich, dass es so richtig war. Oh nein! Oh. Falsche Stelle zum Absteigen. Ganz schlecht, ganz falsch. Aber zu diesem Spiel könnte mein Mann jetzt was sagen, weil der spielt das gerne. Auf jeden Fall war das nicht gut. Wie gesagt, falsche Seite zum Absteigen. Andere Seite nutzen. Oder das Tier anders stellen. Ein Viereck, ja, aber was ist. Das, liebe Leute, ist eine sehr vernünftige Reaktion. Rational durchdacht. Und auch durchaus hilfreich. Ja. Stimmt. Ist eine durchaus durchdachte Reaktion. Und. Ja, Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Genau. Ja, und das hier, ich bin gar nicht sicher, ob das Kinder oder Menschen sind. Also erstmal war es ein sehr interessantes Spiel. Und dann sind Kinder keine Menschen. Menschen. Also, ja, das meinte ich ja gerade, Kistenkarte. Also, interessante Frage. Sind das jetzt Kinder oder Menschen? Kinder sind Menschen. Zumindest meistens. Also, würde ich jetzt mein. Ich halte einfach das Maul, ich kann nicht reden. Das geht mir manchmal auch so. Schlimmer wird's, wenn ich. In MMOs Rollenspiel mache, da kann ich manchmal nicht schreiben, weil ich schneller tippe, als ich gucke und dann kommt im Text was anderes an, als ich eigentlich schreiben wollte. Dann bin ich aber so, dass ich schnell auf Enter drücke, damit ich den Satz noch möglichst rechtzeitig abschicke, damit es auch zum Zusammenhang passiert. Und dann sehe ich, oh Gott, ich habe was Falsches geschrieben. Ich habe da auch noch ein paar nette Anekdoten, die ich euch vielleicht bei Gelegenheit mal erzähle. Aber nur vielleicht. Hey, du bist der hornigste Hornyboy. Dann würdest du den jetzt kriegen. Zumindest für die nächsten Stunden. Und dann kannst du dich in die Ecke gehen, stellen und sterben. Nicht sterben! Schämen, wollte ich sagen. Oh mein Gott. Bitte nicht sterben. Das ist eine schöne Bitte, nicht sterben. Schämen ist auch eine schöne Aussage, aber das nächste Mal bitte doppelt durchdenken. Und ich habe gerade festgestellt, wenn ich so in das Bild von meiner Kamera gucke, schwarzes T-Shirt vor dunklem Sessel sieht komisch aus. Ist aber so. Ah, das ist ja von oben. Ah! Die Frage ist jetzt, wie bist du da hingekommen? Im Normalfall kann man auch auf diesem Wege wieder rauskommen. Ansonsten, interessante Perspektive war das jetzt. Der schlägt Frauen!
Nein, komm doch hier raus jetzt endlich! Yes! Was? Was? Das war der Move! Das war der Move! Interessant! Auf der einen Seite raus, auf der anderen Seite wieder rein, während der andere unten durch da durchrutscht. Ja. Das wäre doch mal eine schöne Wrestling-Figur. Sollte man vielleicht mal Undertaker vorschlagen. I climb across the mountain tops, swim all across the ocean blue. I crossed all the lines and I broke all the rules. But baby, I broke them all for you. Also der Song war auf der einen Seite ganz gut, ja, das hat sie eine richtig tolle Stimme, passt. Aber Leute, ich bin an diesem Bild dahinter hängen geblieben, mit diesem Pferdekopf. Habt ihr den auch gesehen? Sehr interessant, was manche Leute sich in den Hintergrund stellen. Guck mal, ich habe es so gemacht, dass ich meinen Hintergrund so eingerichtet habe, dass der völlig unscharf ist. Ihr könnt den gar nicht sehen. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle, Untergang hier. Dann bitte nochmal nachgucken, wenn ich es dann hochgeladen habe. Dann kannst du es nochmal nachgucken wegen dem Pferd. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Ich überhole die, okay? Sie hat jetzt ihren Avatar über den realen Fahrer gelegt, von einem Raservideo aus der realen Welt. Gewagtes Video. Coole Idee. Den Raser sollte man aber aus dem Verkehr ziehen. Ey, wollen wir uns vielleicht nach der Veranstaltung noch treffen, oder? Hey, weiß ich nicht. Ich mag deine Unterhose. Keine Ahnung, wie flirtet man? So nicht. Also der Anfang war schon mal nicht schlecht. Wollen wir uns nach der Veranstaltung noch mal treffen? Da hätte ich eventuell ja gesagt. Je nachdem, wie sympathisch mir das mein Gegenüber dann gewesen wäre. Aber spätestens bei der Unterhose hätte ich gesagt, nee, komm, lassen wir das Ganze lieber. Hallo, Helen Clark? Ja. Helen Clark, mach mir ein Baby. Da bin ich mir leider nicht sicher. Alter! Alexa, Lautstärke 2. Ja. Ich wiederhole jetzt nicht den Namen, weil sonst springt hier Beine an und das muss nicht sein. Die gibt aber auch immer wieder Worte. Oder sie weiß es gerade nicht. Oder sie will mich abends ins Bett singen. Ich habe es bis jetzt noch nicht machen lassen, weil einmal habe ich es probiert, da kam dann ein Kinderlied. Sorry, ich bin kein Kind mehr. Unterrute gemacht hat. Ich bin unschuldig mit den Unfall. Tschüss. Guck mal, was dahinter kommt. Tschüss. Das nenne ich mal einen gekonnten Fluchtversuch vor der Polizei. Man versinkt in der Straße und fährt unter der Straße weiter. Nicht schlecht. Bitte passe den Regler so an, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Oh, ich liebe es. Kommen die sich jetzt einfach nah? Oh! Und das Herz! Nein! Das ist ja süß. Wo kann man das machen? Das Spiel ist eine 10 von 10. Also das möchte ich auch. Da muss ich wirklich nochmal nachgucken. Ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt nicht auf die Chat-Einblendung geachtet. Ja. Hat er, glaube ich, immer noch sogar. Und die haben beim ersten Mal haben die halt Hühnchen. Excuse me! Hühnchen, was machst du denn? Der Papagei wollte die Kamera besteigen. Der hat sich gedacht, wenn der eine von uns auf deiner Schulter sitzt, dann setze ich mich auf die Kamera. So. Und da ihm da keiner geholfen hat, musste er da eben selber hochklettern. Und bevor die Frage kommt, ja, das sind echte Papageien. Ja, ein Bikini. Was ist das denn hier? Oh mein Gott! Oh!
Katzenohren. Ich finde Katzenohren ja auch genial. Nein, ich habe keine hier auf meinem Kopfhörer. Ich habe aber gesehen, da gibt es welche zum Anklicken. Ja, aber muss man da jetzt angefangen? Muss man jetzt da anfangen zu hyperventilieren, nur wegen ein paar Katzenohren? F4 allein macht keinen Spaß, wenn dann Steuerung Alt-F4. Ja, ich bin Alt-F4. Ja, bei Windows muss man noch Steuerung mit dazu drücken. Nö. Eigentlich nicht. Doch. Oder? Fuck, jetzt hat sich mir Spiel geschlossen. Ja, ja, Steuerung. Mandeln F4. Sein sollen. Also jetzt ganz, aber. Ganz normal, Steuerung F4. Damit macht man das Ding so. Das ist ja sein Alt F4. Wenn man Steuerung dazu drückt, weiß ich gar nicht, was passiert. Ich werde es jetzt nicht ausprobieren, weil wenn ich das jetzt mache und es passiert doch was Schlimmes, dann habt ihr Pech gehabt und ich ärgere mich zu Tode. Deswegen machen wir weiter. Macht der Teig auf jeden Fall Sinn? So gibt der Teig keinen Sinn mehr, so liegt der Teig auf dem Fußboden. Er ist nicht umgekippt, er ist nicht, oh mein Gott! In diesem Fall Glück im Unglück. And Karma is not a bitch. Er ist auf den Boden gefallen, aber er ist nicht ausgekippt, Leute. Oh mein Gott. Oh Gott, was mache ich denn? Daneben schießen. Nein, du hast getroffen, aber du hast nicht genug getroffen. Geht gut los. Ja, und für dich war kurz danach Ende. Ich wette, dass ich heute sterbe, wenn ich nicht schon tot bin. Nee, noch läufst du hier rum. Noch bist du so ein süßes kleines Schweinchen mit einem Krückstock. Stirbst du jetzt? Gut, so viel dann dazu. Das ist etwas, was sich mir irgendwie nicht erschließt. Warum man bei Cult of the Lamb ständig seinen Followern, die man da kriegt, die Namen von Community-Mitgliedern oder Moderatoren oder Bekannten und Verwandten und Freunden geben muss. Gebt doch einfach Fantasienamen. So baut ihr wenigstens zu den Ganzen nicht unbedingt so eine enge Beziehung auf. Und am Ende gehen dann vielleicht auch noch Freundschaften kaputt, weil ihr irgendwas Böses mit denen macht. Mann, ich mach jetzt die Dinger gleich aus, Leute. Ich bin echt am Ende. Ich kann nicht mehr. Oh, ich erschrecke so hardcore gerade die ganze Zeit. Das macht mich so fertig. Er erschreckt vor seinen eigenen Alerts. Gut, okay, ich habe jetzt ja noch keine, weil die baue ich erst so nach und nach ein. Aber bei einem Horrorspiel vor den Alerts erschrecken. Ich würde eher vor dem erschrecken, was in-game passiert vielleicht, aber nicht vor den Alerts. Hallo, hallo. Verdammt große Wohnung bei dem Hall. Das ist ja eigentlich, wenn ich die Filter ausstelle. So klingt's ja eigentlich bei mir, wenn ich den Filter ausgestellt habe. Aber das kann ich nicht so drinnen lassen, weil dann glauben die Leute, wie der Twitch-Streamer, der wieder in der riesen Villa sitzt und so weiter. Und deswegen tue ich dann immer das Komprimieren und rausfiltern, dass ihr den Eindruck habt, ja, ich sitze in einer kleinen Wohnung, kleiner Raum und so weiter, ich kann mir eh nicht mehr leisten. Gute Aussage. Ich würde jetzt aber eher sagen, der Hall war reingespielt und nicht umgekehrt, aber gut, lassen wir das jetzt. Genau. So aufgeregt von meinem Stream nach dem Urlaub, dass ich mir mit Editor... Apropos, liebster Chat, geht bei euch der Editor noch? Ich bin stinksauer, Lurch, wunderschön, ich bin stinksauer, mein Editor geht nicht mehr. Er existiert nicht mehr. Wo ist mein Editor hin? Ich will meinen Editor wieder haben. Alle Menschen lachen mich immer aus. Aber ich will meinen Editor wieder haben. Der geht nicht mehr. Der Windows-Editor, ja. Der geht bei mir nicht mehr, warte. Editor. Ist nichts mehr da, öffnet sich. Nee, oh mein Gott, er geht wieder. Ich würde jetzt sagen, das war Vorführeffekt. Einfach mehr Salz fein hier in so einem Streuer. Mhm. Ja. Praktisch. Flip Lloyd, kaufst du ein bisschen was, ne? Aber wenn du schon Salz zu Hause hast und das dann kaufst, weißt du, was du dann hast?
Meersalz. Daher kommt der Titel dieses Videos. Meersalz. Du hast Salz zu Hause, kaufst neues, hast du Meersalz. Ist natürlich logisch, aber nicht Sinn hinter dem Wort Meersalz. Abgesehen davon, dann heißt es nicht Meersalz mit Doppel-E, sondern Meersalz mit E-H. Für die Subs, Nick. You need it. Gegen Herrn Frostzunge gegen Gaumen Eisio. Das sah nicht nur eklig aus, das ist auch eklig. Weil ich glaube, wenn wir durch den Tunnel durchschwimmen, da wird dann irgendwas sein. Ich bin durch, das ist nichts passiert. Es ist was passiert, es ist was passiert. Passengers. Nein. Luggage wurde gerade direkt gemacht. Ja, blauer Sombrero. Ich schieß direkt. Nein, keine nein, Rücksicht nein, auf nein, Verluste. Blauer Sombrero. Hab ich. Ist eigentlich ganz schön. Wie kann man denn so viel Glück haben? Das war jetzt wirklich ein Glückstreffer. Also bitte. Das. Nee. Es kann nur schief gehen. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht es meistens auch schief. Ja, seht ihr? Ich bin so gut. Ich habe meinen Teppich gerettet. So. Bevor jetzt wieder kommt, da hat's geheilt. Ja, diesmal hat's geheilt, das war aber in diesem Video auch so drin. Ein Mensch zu sein. Ich will's probieren. Ich möchte rauf. Endlich hinauf an ihren Strand. Wir lernen es an meiner Hand. Man mir nur genannt selbst spürt. Ich habe Fragen. Ich habe ganz viele Fragen. Die erste, war das seine echte Stimme beim Singen? Die zweite, wieso kann er den Text so gut? Oh, das waren sie eigentlich auch schon. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich kann. Sei froh, dass du ein Anime-Girl bist, also im Stream jetzt, weil wenn du das in real genauso machst, dann geh mal ganz dringend zum Augenarzt. Das ist nicht normal. Gesundheit. Oh, der war nass. Entschuldigung. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich hab den. Katzenohren. Hier. Das ist mein wilder Finger. Ich weiß nicht, was der für einen Schlaganfall in seinem Leben erlitten hat. Ich glaube, in einem früheren Leben hatte ich auch mal einen Schlaganfall und das sind die Reste davon. Das kann ich mit keinem anderen Finger machen, aber mit dem hier halt. Das ist wie einrasten. Ultra wild. Also, ich hab einen nervösen Fuß. Das stört meinen Mann unheimlich, vor allem wenn wir am Essenstisch sitzen und ich dann was erzähle und immer. Ihr seht das jetzt gerade nicht. Ich kommt auch, glaube ich, nicht über den Stream rüber. Ganz gut so. Höchstens das Quietschen vom Stuhl, aber das glaube ich nicht. Ja, deswegen kann ich das nachvollziehen. Was ist schwerer? 1 Kilo Federn oder 1 Kilo Steine? Oh mein Gott, ja! Scheiße, und was war die Lösung? Das ist jetzt nicht Ihre Frage, oder? Ich glaube, man sagt 1 Kilo Steine. Oder es war. Nein. Falsche Antwort. Was doch 1 Kilo Federn, weil das so unerwartet kam. Nein, auch falsche Antwort. Also, keine Ahnung, ich würde sagen, 1 Kilo Federn, glaube ich, gehe ich davon aus, weil du brauchst ja richtig viel davon. Aber ich bin so doof, Alter. Zur Auflösung. 1 Kilo ist 1 Kilo. Egal, ob es Federn, Steine, Papier, Elektroschrott oder sonst irgendwas ist. 1 Kilo ist immer 1 Kilo.
Oh nein, ich hasse diese Map. Ich bin so schlecht bei der Map, ne? Perfekt bewiesen. Ja. Ganz vergessen, dass ich das ja kann. Das war der perfekte Beweis dafür, dass ich es nicht kann, aber wir haben hier gleich schon eine weitere Runde voll, Geist. Was die Leute. Oh, ich bin hier noch drin! Ich bin hier noch drin! Und. Was ist jetzt? Achso, nee, das. Hä? Was ist jetzt? Hä? Ich kann nicht mehr springen. Hä? Es bin ich gar nicht gewesen! Und ich wundere mich, warum ich nicht springe! Ja, man sollte schon wissen, wie seine Figur aussieht. Es sind zwar alles Böhnchen bei Fall Guys, aber die sehen alle unterschiedlich aus. Und man sollte schon wissen, wie seine aussieht, damit man dann auch weiß, ob man das ist oder ob das jemand anders ist. 19 Uhr war noch alles an. Das ist eine Lüge. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles an. Jen, ne? Ja, Jen. Ja, habe ich doch hier gehabt. Also wir hatten um 19 Uhr noch alles an. Und die haben auch so um 10 nach. Aber ich dachte, es ist 20 Uhr. Nee, es ist um 19 Uhr. 19 Uhr war ich. Ich habe 20 Minuten länger. Darf ich 19 Uhr mit dir machen? Einfach so, ja? Ja. Aber wir freuen uns, wenn du morgen wiederkommst und ich gebe dir dann auch so. Ich weiß ein Foto mit Jen. Ja, kannst du das dann posten? Klar. Soll ich dich verlinken? Ja. Aber nicht mit, warte, nicht mit dem Hund. Das Leben als bekannte Streamerin. Ja, man wird überall erkannt, weil jeder will ein Foto mit einem machen. Manchmal bin ich froh, dass ich noch nicht so bekannt bin. Hallo Resilience, du hast mich so... Oh mein Gott, du hast mich. Wieso hat jetzt die Musik ausgemacht? Hallo, liebe Raiders. Mein Mikro macht sich selbstständig und ich nehme euch mal kurz mit auf Reisen. Das mit dem selbstständig machen des Mikrofons kenne ich auch. Deswegen habe ich das jetzt so angebracht, dass das nicht passieren kann. Im Übrigen, falls ihr euch wundert, was das da ist, das ist mein Mikro. Mit Anlauf. Im Rüber. Das ist ein gutes Stückchen Deckung, da kriegt das den Ellbogen hoch. Go, Penny, go! Go, Penny, go! Ich bin so perfekt vorbereitet. Nein, so perfekt hast du es nicht vorbereitet, sonst hätte es ja funktioniert. Es sieht so aus, als wenn ich irgendwo in der Turbine stehe. Ich bin draußen. Im Wind. Mama mia! La la la! Ja, ich sag mal so, ich bin heute ganz froh, dass es nicht ganz so heiß ist. Ich habe meinen Ventilator nämlich ausgemacht. Weil aus irgendwelchen Gründen hat er für ein riesen Rauschen gesorgt. Obwohl das letzte Mal hat es funktioniert, da hat es nicht gerauscht. Liegt vielleicht ein bisschen an der unterschiedlichen Nutzung des Mikrofons. Ich glaube, ich habe eine Idee, warum das vorhin so gerauscht hat. So, jetzt schleudere ich da decoupled rein mit einer Drehung. Pass auf. Oh, oh fuck! Der Poserboy. Es gibt Leute, die können es. Es gibt Leute, die können es nicht und wissen, dass sie es nicht können und lassen es. Es gibt Leute, die können es nicht, wissen, dass sie es nicht können, versuchen es trotzdem. Und er gehörte zur letzteren Kategorie. Eindeutig. Oder so, ja. Immer lustig, ne, wenn man jemanden live sieht. Das ist Wahnsinn, ne? Und jetzt selber dabei hier. Ja. Aber noch ja, ganz klein. Es tut mir mal bei solchen Momenten immer so leid, dass ich so hektisch drauf bin. Nein, alles gut, verstehe ich. Gerade bin ich da viel ruhiger. Weil ja. Teilweise drehe ich mich einfach mitten im Satz um und gehe einfach und gucke den Leuten halt noch nicht mal irgendwie in die Augen. Und das ist halt so dermaßen respektlos, dass ich mir manchmal denke, ob sich der Junge einfach nicht schämt. Ja, genau. Ich garantiere euch, diese Szene war vorher abgesprochen. Oh mein Gott. 60. Respekt. Respekt. Also 180 Grad. Nein, stimmt gar nicht. Schäm. Es waren 360. Galoppieren, schnelle Drehung. Zeitenwaffe einsetzen. Nein! Oh Gott, ich
Waffe einsetzen. Nicht auf das Pferd schießen. Ich habe das Pferd erschossen. Sorge ich dafür, dass die Kuh. Sorry, kannst du mal aufhören mit diesem hohlen Scheiße und deinem Gelaber? Alle hören, was du sagst. Mach die Scheiße aus und lass die Leute hier in Ruhe essen. Und halt die Klappe jetzt. Okay? Was zum Teufel, okay? Ich denke mal, sonst für dich, wir könnten selber essen. Junge, eine Sache dazu. Lass dich von solchen Trotteln nicht runterputzen. Das zeugt davon, dass der Kerl, der da mit dir geredet hat und dich so respektlos behandelt hat, einen riesen Minderwertigkeitskomplex hat. Mach deine Sache. Lass dich nicht unterkriegen. Zieh's durch. Wenn er dich angreift, ob jetzt vor der Kamera oder wenn sie aus ist. Du hast das ja auf jeden Fall als Beweis. Nur so als kleiner Hinweis. Abonniert Twitch Clip Germany und vergesst nicht den Daumen zu drücken. Nut, nut! Ja, das waren die Twitch-Clips Germany. Wieder eine schöne Folge, muss ich sagen. War ein paar tolle Sachen drin, ein paar nachdenkliche Sachen. Am Ende leider noch eine nicht ganz so schöne Sache. Aber was sie recht, wo sie recht hat, hat sie recht. Gibt Twitch-Clips Germany natürlich auch das, was Twitch-Clips Germany zusteht. Das heißt also mindestens einen Daumen hoch auf der Seite. Link zum Originalvideo ist unten in der Beschreibung zu finden. Draufklicken, könnt ihr auch das Video vielleicht gleich nochmal angucken. Und da dann, wie gesagt, einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr die ganzen Kollegen dort auch abonnieren. Die freuen sich dann und dann kriegen wir weiterhin so schöne Clip-Sammlungen, damit wir weiter reacten können. Natürlich nicht das Ganze nur auf Twitch Clips Germany machen, sondern auch hier bei mir wäre schön. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abo wäre auch schön. Alles findet ihr da unten verlinkt oder als Knopf. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Hinweis oder sonst was habt, damit unten in die Kommentare. Ihr könnt mich natürlich auch gerne auf Twitch besuchen oder auf Facebook oder auf Instagram. Alles ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt dazu. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ich sage euch für diese Woche tschüss. Bis zum nächsten Mal.